So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Heroes of the Storm mit dem nächsten mittleren Held Kleiner, zu Englisch Stitches, ein Tank, der eine besondere Fähigkeit mitbringt, nämlich seinen Haken auf Q, mit dem du nach vorne einen Haken in gerader Linie auswirfst und den ersten Gegner, den du triffst, zu dir herziehst und ein klein wenig Schaden machst. Ab Level 13 wird die Reichweite deutlich erhöht, und zwar automatisch erhöht. Du musst nichts machen, nur Level 13 erreichen. Zuschlagen ist ein großer Bereich vor dir, Schadensbereich, schlägst du zu, machst Schaden, und im Innenbereich wird mehr Schaden verursacht, also im inneren Bereich, und Gegner werden ganz ordentlich verlangsamt auch. Und Verschlingen ist ein Self-Heal praktisch, du machst Schaden und stellst 20% der maximalen Lebenspunkte wieder her. Du kannst auch D drücken, um übles Gas in einem großen Bereich um dich rum zu verströmen, und deine Bewegungsgeschwindigkeit kann währenddessen nicht unter 110% sinken. Ja. Automatische Angriffe und der Innenbereich von Zuschlagen vergiften Gegner auch mit üblem Gas, das im Verlauf von 4 Sekunden Schaden verursacht. Gegen Diener, Söldner und Monster fügt dieses Gas mehr Schaden zu, also hier ist quasi sein Wave Clear inbegriffen. Die eitrige Galle ist quasi Schleim, das du auf dem Boden produzierst, je nachdem wo du hinläufst, was Gegnern Schaden macht und sie ordentlich verlangsamt, und deine eigene Bewegungsgeschwindigkeit wird ordentlich erhöht. 8 Sekunden lang kannst du dadurch den Kampfesplatz zu euren Gunsten, also zu eigenen Gunsten, eben verändern, indem die Gegner eben Schaden nehmen und ordentlich verlangsamt sind und du selbst wirst richtig, richtig schnell. Kann man auch zum Escapen nutzen. Und Vollfressen, du verschlingst einen Gegner und trägst den 4 Sekunden lang mit dich rum. Ist ein bisschen schwieriger zu handeln hier, also kann man richtige Misplays auch machen. Eitrige Galle ist eher das, ich sage mal, ja, kann man immer nehmen, so ungefähr. So, wir gehen jetzt hier rein. Stitches macht wirklich ordentlich Fun. Wir müssen halt gucken, dass wir hier die Hooks treffen. Das ist das A und O, ja. Also du musst mit ihm die ja, die Hooks treffen. Dein Q. Ja, um gegnerische Helden zu displacen. Um sie vom gegnerischen Team wegzuziehen. Wie so ein, bei so einer Theateraufführung, wenn du den Schauspieler von der Bühne ziehst, so mit so einem langen Stock oder so, ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Man kann auch eigene Teammates hooken. Das haben sie auch mittlerweile Baseline gemacht auf Level 1. Nicht auf Level 1, auf Taste 1 kannst du drücken. Das ist auch ein Hook, der aber Verbündete quasi zieht, also die gleiche Abklingzeit wird verwendet. Aber wenn du einen Teammate hookst, dann ist die Abklingzeit verringert. Ich glaube 50%. Hier. Verringert die Abklingzeit des Hakens um 8 Sekunden. Man hat 16 Sekunden. Genau. So, auf Level 1 kann man irgendwas nehmen, was irgendwas mit deiner Heilung oder deinem Leben anstellt. Sämtliche Heileffekte sind erhöht. Und übles Gas gewährt dir auch noch Panzerung. Oder du nimmst Verschlingen für Schadenserhöhung von üblen Gas und Lebensregeneration erhöht. Oder du nimmst Unersättlich, um die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen, Regenerationskugeln zu sammeln und maximale Lebenspunkte zu erhöhen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Da wollte ich sie eigentlich hooken, aber nicht geschafft. Ich gehe auf kulinarischer Genuss, einfach weil es Spaß macht, hier auch zu spielen. Immer gegnerische Helden zu... Ah, fast. Okay, mein Ziel ist es eben, möglichst viele gegnerische Helden mit meinem E zu treffen. Seine Abklingzeit von 20 Sekunden, also richtig lang tatsächlich auch.
Du kommst zum Beispiel mal her. Na. Wieder ein Abatur auf des Gegners Seite. Die Main nimmt richtig Schaden hier. Na, den Malf hat man auch beinahe noch bekommen. Nimm die denn so. Jawohl, sehr schön. So. Zack, komm her. Zack. Oh, schade. Knappe Geschichte. Wir könnten hier... Jawohl, das ist eine gute Idee, dass wir hier hingehen. So, automatische Angriffe verlangsamen. Gegner. Hier. Und Life Leech ist auch noch mit drin. So, die Nova geht nach oben, um hier den Nasibo rauszuschmatzen. Diese Minen nehmen wir raus. Was denkt er sich? Kriegen die den? Nein. Die Gegner werden wahrscheinlich selber gerade bei ihrem Samurai sein. Genau, da. Seht ihr? So, da. Und dann schauen wir mal nach oben. Wir führen gerade schon 2 Level. Die Sonja wird jetzt leider sterben, oder? Ah, sie überlebt's. Stark. Stark gemacht von Lilly und von Aua. Das tut doch alles so weh. Ja, ja, ja. Ja, schade, passt. So. Okay, haben wir. Währenddessen ist das Auto bis hierher vorgedrungen. Talento, Talento, Talento. Da ist er wieder. Da bekommen wir ihn auch. Hallo, May. So, Verschlingen erhält eine zusätzliche Aufladung. Wichtig für meinen Verschlingen, nicht wahr? Ja. So, da. Ah, Mini-Lag. Hab ihn. Wieder Mini-Lag. Was ist denn los? So, aber läuft eigentlich ganz gut. Oh, da ist der Malf, da ist der Malf, da ist der Malf. Die Walla hat Bock. Der Malf hat Heilungsfähigkeiten und zwar sauber. Ne? Und wir können da nein prügeln. Woo, okay. Ja, das dauert mir jetzt zu lang. Geh mal lieber hier hin. Ja, 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 hier, 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 hier. Oh! Schade. Wir müssten schauen, dass wir hier schnell das Gebäude rauskriegen. So, dann ziehen wir den her. Und würde ich sagen, gehen wir wieder. Wir haben das Gebäude oben bekommen. Alles, was wir gebraucht haben. Wir könnten hier hingehen. Unten auch soaken. Nein, nicht da lang. Da lang. So. Okidoki. Aber du weißt jetzt, dass wir hier sind. Aber das ändert gar nichts.
Hoppala. Ah, da sind sie. Wir könnten aber hier noch fertig soaken. Level 10 uns schnappen und dann die Gegner über den Haufen rennen. Wir haben aber noch kein Level 10. Hier ist jetzt nur die Nova und die Lilly. Die Gegner sind hier. Genau, so, wunderbar. Sehr gut, hab ihn. Hoppala. Gegner mal immer noch nicht sehen. Leider sterben sie gerade nicht. So wie ich es erhofft habe. Immer noch kein 10. Jetzt haben sie 10. Da kann ich sie ein bisschen verlangsamen. Hier mal schnell einen Schluck aus der Pulle nehmen. Der Malf ist halt ziemlich low. So. Ah, schade. Währenddessen hat aber die Nova. Und den kriegen wir auch noch. Jawoll, nice. Gut Job. Nur diese Mini-Legs nerven mich gerade. Was ist denn gerade kaputt hier? Gar nichts. Geht alles. Weird. Okay. Ah, auf Level 13. Kommen wir schon mal gucken. Übles Gas erhöht den Schaden von Zuschlagen. Haken und torkelter Schrecken erhöht die Angriffsfähigkeit. Halt ihn über Zeit, ist gut. Und Verdauungssäfte und versteckt den Haken. Genau, das machen wir. Kürzen Todes. Einmal. Sterbe ich ziemlich oft in diesem Game? Nein, gar nicht. Dann müssen wir da auch nicht unbedingt drauf gehen. Und die Nova, die wird wohl wegkommen. So, können wir uns mal selbst heilen? Ne, die Nova kommt nicht weg. Gotti. So, dann können wir gucken, ob wir hier was rausfucken können. Nein, können wir nicht. Aber wir können das hier wieder nehmen. So, halt ihn über Zeit. Genau, das ist nice. Ich muss nur einen gegnerischen Helden mit Hook treffen und dann werde ich ganz ordentlich geheilt. Oh, schade. Okay, der Root ist raus. Den hucken wir uns. Den haben wir gut gehuckt. Woo! Und Sonja hat gut den Schaden gemacht. Nice. Ja, das ist natürlich easy zu clearen. Ah, den Gul'dan haben wir gut rausgeschmatzt. So, dann. Da ist der Abatur. Da ist nicht mehr der Abatur. Kannst du ein bisschen... Nein. Ich wollte ja eigentlich die Sonja wieder rausholen hier. So. Genau. Genau. Ah. Ja, ich habe leider keinen Hook bereit.
Die Nova drückt wieder das Auto vorwärts. Und wir werden mal zu ihr stoßen. Kleiner kommt helfen. Wir haben nämlich auch die Ulti vom Abathur rausgenommen. Dadurch sind sie praktisch einer weniger. Da nehme ich aber einfach zu viel Schaden gerade. Lilly ist leider gestorben. Kriegen wir leider nicht. Aber den kriegen wir. Nice. Okay, die Sonja wird jetzt leider sterben, aber wir haben den Gul'dan noch bekommen. Dann können wir hier unten ein bisschen soaken, bis die da sind. Kommt die weg? Jetzt habe ich auch langsam selbst Angst hier. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Verursachter Schaden wird ordentlich reduziert. Wenn ich da Gul'dan oder Nasivo zu fassen kriege, ja, ist sau gut. Ja, so. So. So, auf den Heiler. Auf den Heiler. Auf den Heiler. Auf den Heiler. Jawohl. Nice. So. Du machst keinen Schaden mehr. So, sehr gut. Sehr gut. Das Auto haben wir aufgehalten. So, mehr habe ich nicht. Weg, 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 weg. Gut. Ich muss kurz was trinken. Und dann schmeißen wir uns wieder ins Getümmel. Oh nein, die Sonja! Ach, verdammte Axt. Gut, die Copy ist gleich wieder weg. Oh, fast. Okay, die anderen haben sich dabei um das Auto gekümmert. Die Walla will das hier nehmen. Gehe ich mal hin. So. Okay, okay. Gut, dann haben wir hier ein bisschen Druck aufgebaut noch. So. Oder? So, dein Schaden ist reduziert und zwar ordentlich. Und dadurch wird er jetzt auch sterben. Die Minen machen wir weg. Nasibo kommt aber auch weg. Da oben sind zwei noch. Ich habe halt leider keinen Mana mehr. Und jetzt hier auch noch. Wir können uns aber einen Stack holen. Jawohl. Prügeln wir einfach raus. So, okay. Da ist Abathur. Ah, da ist aber auch Nasibo. Das Problem ist tatsächlich, dass ich keinen Mana habe. Ich gehe wirklich mal back, weil ich keinen Mana mehr habe. Nur noch 8% Mana, das ist halt nichts. Und so kann ich nicht gescheit kämpfen. Wait for me. Bin auf dem Weg. My friends. Werde ich versuchen, hier raus jemanden zu hooken. Hier zum Beispiel die Gul'dan. Ich
Okay, der Root und alles ist raus. Au. Schade. Okay, die Bilder. Okay, den habe ich bekommen mit meinem E. Jetzt macht der kaum mehr Schaden. Den habe ich auch abbekommen. So, okay. Haben wir auch. So, dann hier. Okay, sehr gut. Sehr gut. Du machst keinen Schaden. Bleibst da. Jawohl, nice. Ah, zu... Ah, zu steil gezielt. Verdammt. Aber wir kriegen es rein. Und dann können wir hier das auch noch nehmen. Gut, ich war jetzt gerade tatsächlich die ganze Zeit in der Backline, habe mit meinem R und mit meinem Verschlingen wollte ich den Schaden von Gul'dan und Nasibu verringern. Ist mir da, denke ich, auch ganz gut gelungen. Mein Team hat ganz gut durchgehalten. Sonja hat den Schaden gemacht. Und den schnappen wir uns. Aua, das tut so weh. Okay, dann gehen wir da weg. Mehr als das Gebäude kriegen wir nicht. Das Gebäude kriegen wir. Nice. Gut, 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 gut. Dann gehen wir. Können wir hier was machen? Nee. 16 Sekunden. Wir könnten weiter soaken. Unten den eigenen Samurai nehmen. Gut, und dann nehmen wir den Hakenmeister. Verbündete zu treffen ist mir noch nicht so gut gelungen. Wenn wir schnell machen, haben wir noch einen Levelvorteil. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Da gehen die gerade. Da gehen die gerade runter. Da sind sie. Ha, ich hab ihn. No! Ich bin noch gar nicht mehr drin. Für eine Idiotie. Okay, der Malf, der will sterben. Okay, okay. Dann nehmen wir hier das Gebäude raus. Sehr schön. Drei tot. Nice. Ah, und dann beenden wir. Und GG. Nice. Ja, cool. Puh. Kleiner. Die Hooks waren ganz okay. Aber ich glaube, das Spinning-Talent war das Verschlingen. Mein Leben war eigentlich immer ganz okay. Mana hatte ich das ein oder andere Mal Probleme, aber man hat schon gemerkt mit den Stacks von Verschlingen, dass die Lebensregeneration richtig angenehm war und bestimmt auch Lilly mit ihren Heals ihren Teil dazu beigetragen hat. Genau, dadurch waren die Stats hier ganz ordentlich, nie gestorben, viel selbst geheilt. Na, weiß gar nicht, ist da die automatische Lebensrack mit drin oder ist das nur mein E, das ich drücke, was ja dann sofort heilt und XP beigetragen. Hier dieses kulinarische Genuss, dass ich Lebensregeneration erhöhe und dann hier ab Level 16, dass mehr Schaden verursacht wird und Heldentreffer verringern,
die Abklingzeit um 4 Sekunden und der verursachte, ich glaube, das war das Entscheidende auch. Ich habe überversucht, Nasibo und Gul'dan zu treffen, um deren Schaden um 50% zu verringern. Ich denke, damit habe ich viel Schaden vom eigenen Team abwenden können. Dazu hier ein bisschen Hook-Talente mit Fleischerhaken, Selbstheilung und Hakenmeister. Und hier Fleischklopfer für nochmal ein bisschen Life-Leech und Reduktion der Geschwindigkeit der Gegner und eine zweite Aufladung. Die eitrige Galle war auch ganz nice, hat Schaden gemacht und geslowt und sorgt auch teilweise dafür, dass der Gegner einfach irgendwie auch ein bisschen in Panik verfällt, was wiederum auch gut für den Kampfverlauf ist. War ein ganz nices Game, hat mir gefallen. Die Hooks waren, wie gesagt, auch zwei, drei ganz nice Hooks waren dabei. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar, dann würde mich sehr freuen. Und als nächsten mittleren Helden spielen wir leicht mittel. Li Ming, Lila Superstar. Jawohl, bis denn.